Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum ersten Webinar hier bei FXNet. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Und bevor ich hier weiterrede und zum Thema komme, wünsche ich Ihnen natürlich erstmal alles, alles Gute wirklich von Herzen für das neue Jahr 2022. Ich hoffe, dass Sie viel Erfolg haben, aber vor allen Dingen wünsche ich Ihnen viel Gesundheit in der heutigen Zeit. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFlat. Und wir starten heute tatsächlich mit dem ersten Webinar hier im neuen Jahr und direkt auch mit dem Kracher NFP. Und auch dieses Jahr machen wir diese Webinarreihe mit Dirk Hilger zusammen, Trader und Entwickler des Stereo Traders. Ich freue mich wirklich sehr, Dirk, dass wir diese Veranstaltung wieder zusammen machen. Aber etwas hat sich nicht geändert, und zwar den Risikohinweis müssen wir natürlich immer noch besprechen. Denn auch in diesem Jahr und dieses Webinar dient diese Veranstaltung nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht, müssen Sie entsprechend Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz wichtig und ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen. Okay, dann lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Und das ist schön, dass du gut gelaunt bist. Ja. Welch auch immer das sein wird, wir werden es rausfinden. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja hier, ich versuche mal mit dem Zweier, mal gucken, was da kommt. Ja, wow. Sehr gut. Ja, dann viel Erfolg und viel Spaß. Das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. So, ist tatsächlich das erste FX-Flat-Webinar auch oder habe ich das falsch verstanden? Nee, richtig, ja. Du hast die Ehre. Oder ich habe die Ehre, besser gesagt. Ja, wir haben die Ehre, ne? Einigen wir uns einfach darauf. Ja, freut mich natürlich dann halt umso mehr, dass wir hier das heute die Premiere für 2022 dann quasi zusammen machen und sage natürlich an der Stelle genauso, wünsche ich allen ein frohes, gesundes, glückliches, erfolgreiches neues Jahr, euch und euren Familien natürlich. Und ja, auch wenn es schon ein paar Tage jetzt her ist, aber ich glaube, das ist immer noch erlaubt. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir diese Reihe hier weitermachen und speziell zu den NFPs, denn Nelson hat es ja gerade schon gesagt, hier gleich mit einem Kracher, also mal sehen, was der Markt dazu zu sagen hat. Ich gucke hier, schiele hier gerade schon wieder auf die Kommentare. Es geht auf den Chat ist Verlass. Auf den Chat ist, auf euch ist Verlass, Leute. Das ist immer wieder nett, dass hier der Input, der hier kommt, und damit das Ganze eben nicht nur technisch und trocken abläuft, sondern wir hier halt auch ein bisschen Spaß miteinander haben, weil das gehört ja irgendwo auch dazu. Weil gerade Trading kann schon ganz schön langweilig sein. Und deswegen finde ich halt immer auch, das ist irgendwie wichtig, dass halt so ein bisschen easier dann halt auch zugeht. Das heißt natürlich nicht mit weniger Ernsthaftigkeit die ganze Sache, aber ich glaube, es ist schon ganz in Ordnung, so wie wir das hier bisher immer gemacht haben und natürlich auch gerne weitermachen wollen. So, der Nelson hat schon gesagt, ganz wichtig natürlich auch, alles, was kommt, ist keine Empfehlung. Ich würde behaupten, im Durchschnitt geht das zwar immer auf, was ich hier mache, aber nichtsdestotrotz natürlich auch nicht alles. Und von daher bitte nicht einfach nachtraden, sondern lieber genau zuhören und das halt mit eigenen Ansätzen abgleichen. Beim letzten Mal war es, glaube ich, dann tatsächlich so, dass, ich weiß gar nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im NFP-Webinar hat das irgendwie nicht funktioniert, aber dafür alles, und das ist halt eben leider auch oft der Fall, alles, was ich dann davor gesagt habe, was zum Kassamarkt dann wahrscheinlich passieren wird, ist dann halt nachher aufgegangen. Und ich glaube, ich hoffe, ich erinnere mich hier richtig, ich habe das dann auch noch in der Gruppe gepostet, den passenden Trade dazu und dann auch gezeigt, siehe da, alles gar kein Problem mehr. Und das heißt, wenn man es auch, also was das Thema Nachtraden angeht, so ein bisschen unter der Prämisse dann halt auch betrachtet, es ist manchmal halt einfach so, ja, dass wir dann zu den NFPs eine Bewegung A haben und die Bewegung B, die das Ganze eigentlich erst auflöst, kommt dann nachher mit der Kassaeröffnung. Manchmal ist es auch umgekehrt, aber für meine Begriffe gehören die beiden immer so ein bisschen zusammen. Deswegen muss man halt schon ein bisschen vorsichtig
sein. So, ich bedanke mich natürlich auch hier für die ganzen Wünsche fürs neue Jahr. Hammerhemd, naja, ist nicht, das ist ein gebrauchtes. Also, ne, das ist ja irgendwie, Aber die klingt ja gelbe schon. Ente ist wieder Das war dabei. bei der Hochzeit so, oder? Nee, was? Sagt, die gelbe Ente ist wieder dabei. Natürlich, die habe ich vorhin extra aus der Badewanne geholt. Was glaubst du denn? Sehr schön. Die wurde letztens mal kurz in der Badewanne, ich wollte jetzt was sagen, missbraucht. Das klingt komisch. Keine Details, bitte. Ich nenne es einfach benutzt, ja. Von wem auch immer. Nein, nein, so. Ja, es wird schon wieder Schlüpfrig, es geht nicht. So, wir müssen uns mal hier zusammenreißen. Also, ich gehe mal direkt rüber auf das andere Bild. Ich bin mit den Knöpfen hier gar nicht mehr vertraut. Muss erstmal wieder hier eingrooven, damit wir mal sehen, was wir da halt überhaupt treiben. So, also, ich starte wie immer hier mit dem DAO auf dem Stundenchart. Ich weiß es nicht, wie lange oder wer halt alles, ich sind so ein bisschen schräg im Bild, die Blocks verfolgt hat, aber generell die Reise ab knapp 2000 Punkte tiefer bis hierher, die war so ein bisschen, das heißt so ein bisschen abzusehen. Ich habe es ja halt auch wirklich beschrieben, dass das Ding ohne Korrektur nach oben laufen kann bis ATH und alles fein, weil die ganze Abwärtsbewegung, die wir vorher gehabt haben, war nämlich letzten Endes nur eine Korrektur eines Squeezes, der davor stattgefunden hat. Von daher war das jetzt völlig in Ordnung. Ich hätte zwar tatsächlich auch nicht unbedingt dran geglaubt, dass das Ding so weit am Stück läuft, aber er hat es halt gemacht. Also hier unten von der 34.666 sieht man halt Anstieg ohne jegliche Korrektur. Ich meine, sowas hier, so Kleinigkeiten, die würde ich jetzt nicht als Korrektur bezeichnen, sondern eher dann halt als kleine Range-Pause, aber nicht unbedingt Korrektur. Und so geht das ja die ganze Zeit hier schon nur nach oben. Hier haben wir dann jetzt mal so ein bisschen was anderes gesehen. Und wenn man hier jetzt mal ganz genau ist, und das ist, glaube ich, halt auch so der Ansatz, der vielleicht jetzt nicht ganz unwichtig ist und den ich auch seit gestern im Auge habe, das ist, dass wir hier nämlich eigentlich einen Trendbruch im H1 vorliegen haben. Und damit man das mal versteht, zeichne ich das hier mal ein bisschen ein. Also für die, die vielleicht neu hier dabei sind, ich achte in der Tat quasi gar nicht auf den Inhalt von News, auch nicht, wenn es NFPs sind, und verfolge immer den Ansatz nach dem Motto, es kommt, wie es halt ins Bild passt und zu den News läuft es halt meistens schneller. Das ist halt so meine Prämisse und mit der fahre ich halt auch jetzt, ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier schon machen, nicht über 2 Jahre auf jeden Fall, Nelson, oder? Kann das Ja, sein? auf jeden Fall. Ist Ja. schon sehr, sehr lange schon. Also allein den Zeitraum fahre ich hier damit halt schon ganz gut und von daher gibt es da auch erstmal gar keinen Grund dran, was zu ändern. So, was man also hier sieht, wenn man sich das mal anguckt, ja, also wenn das jetzt mal angenommen, das hier ist eine Welle, ja, im Aufwärtstrend, ich würde mal behaupten, ja, weil die Wellen davor, die wir da halt gesehen haben, waren auch nicht besonders lang, wie zum Beispiel jetzt die hier unten, wenn man sich die mal anguckt, auch nur irgendwie eine Welle runter, Mini-Welle runter und dann halt weiter. Ich mache das jetzt hier nicht vollständig, aber nur, dass man überhaupt mal sieht, was da halt passiert ist, ne? Beziehungsweise der hier gehört eigentlich eher so, hoppla. Ja, will nicht. Doch, der gehört eigentlich eher so dahin. Ja, das muss jetzt, hat jetzt keinen Anspruch auf 100% Vollständigkeit. Aber so, ach, nicht wirklich. Komm, ich lasse das mal irgendwie lieber, wie es war. Beziehungsweise mach den mal hier weg. Den müsste ich mir genau angucken, wo der tatsächlich jetzt genau hingehört. So, was mir aber auf jeden Fall halt auffällt, ne, das ist natürlich die Geschichte hier oben. Ich mache das hier mal nochmal kurz weg. Die Geschichte hier oben, ne? Also wir haben halt hier irgendwie eine kleine Korrektur hier aufgesetzt, dann hoch und das dann halt gebrochen. Hier unten haben wir jetzt den nächsten größeren Support, also hier inklusive der Range, die wir halt hier davor gehabt haben. Die Farbe ist jetzt natürlich falsch, ne, aber haben wir halt hier natürlich jetzt schon erstmal eine Support-Zone. Wenn ich das jetzt einen Timeframe höher mache, dann wird man im H4 sehen, da ist eigentlich nichts passiert, aber irgendwo muss es ja halt immer mal auch anfangen. Und deswegen wäre ich schon ein Freund davon, wenn das Ding runtergeht. Ich wäre aber auch ein Freund davon, wenn das Ding erstmal hochgeht, bevor es runtergeht. Weil was mir nämlich natürlich am meisten ins Auge sticht, das hatte ich auch gestern schon im Blog geschrieben, heute auch nochmal, das wäre jetzt natürlich bis so ein bisschen Wunschszenario, aber dass wir halt genau diesen Bruch hier oben an der Stelle
Ich muss mal gucken, ob mein Zeichenpinsel hier funktioniert. Funktioniert er? Und gucken. Ja, tatsächlich. So, also wenn wir genau diese Stelle hier, ne, also diese letzte Unterseite, der letzte Support, der ist ja hier geknackt worden. Und wenn wir den nochmal von unten sehen würden, das heißt, also mein Lieblingsszenario wäre, dass wir wirklich einmal mit dem Squeeze hier rauflaufen, bis in die rote Zone rein und dann nachher zur Kassaeröffnung runter und dann halt hier die nächsten Levels dann da unten antesten. Das wäre so mein Wunschszenario. Das heißt jetzt natürlich überhaupt nicht, dass das so kommen muss, ja. Aber in letzter Zeit war es eben tatsächlich oft so, dass nämlich genau so ein Punkt, ja, der dann halt irgendwie einfach durchverkauft wurde, dass der dann tatsächlich dann nochmal angelaufen wurde. Teilweise sogar so, nachdem er schon mehrere hundert Punkte runtergelaufen ist. Und das haben wir hier jetzt ja eigentlich auch, ne? Wir sind also von hier vom Hoch jetzt irgendwie fast 800, ja nicht ganz, 700 Punkte da halt runtergeschlittert, beziehungsweise hier durch diesen Bruch halt auch schon jetzt irgendwie über 400 Punkte durch. Das macht nichts, aber das haben wir wirklich schon oft gesehen, dass der dann erstmal da unten halt rumschippelt, dann sieht es wieder aus, als würde hier wieder der Markt auf Long drehen und dann wird aber nur oder wurde nur immer dieser letzte Bruch dann nochmal angetestet und dann ging es eine Etage tiefer. Von daher wäre das so ein bisschen mein favorisiertes Szenario, das natürlich dann auch, das habe ich auch im Blog geschrieben, ne, natürlich schon ganz schön weit vorausgedacht ist, weil ich kann es natürlich nicht wissen, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn es darauf läuft, dann würde ich hier oben tatsächlich nach Short suchen und ob das gelingt, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie gesagt, diese da oben fehlt was und hier unten meines Erachtens irgendwo auch. Also er steht zwar hier ganz nett auf den Supports irgendwo drauf, aber ob das dann tatsächlich hier nochmal hält, um nochmal neue Hochs zu machen, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Zumindest sollten wir in diesem Bereich, da wo es halt eben rot wird, bis maximal zur 834, dort sollte eigentlich Gegenreaktion kommen und nicht einfach durchlaufen können. Das ist natürlich jetzt eine ordentliche Strecke, es sind 600 Punkte. Ist jetzt nicht mal eben nix, aber oft sind ja auch News dafür da, um eben halt Bewegungen zu beschleunigen. Und das könnte so eine werden. Wie gesagt, das ist aber erstmal nur reine Vermutung. Der Lutz fragt gerade das Live-Chart an. Ich mache das mal an. Für alle die, die keine Lizenz haben, das Add-on aber installiert. Dieser Chart ist jetzt dann auch generell für alle freigegeben, inklusive der Linien, die ich jetzt hier gerade kurz gezeichnet habe. Das heißt, wenn ihr das Tool habt, einfach installieren und dann kann man das anschließend dann im eigenen Chart eben mit beobachten. So, ich bin jetzt hier mit einer krachneuen Beta-Version unterwegs. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Das werden wir aber gleich dann jetzt wohl rausfinden. 2 Minuten haben wir noch. Ich gehe dann mal ganz kurz rüber ins andere Bild. So, mal gucken, ob hier alles richtig ist. Und dann mache ich das nämlich jetzt hier im Handelschart weiter. So, und also hier ist halt auch unverändert, ne? Der H1, den ich vorhin gezeichnet habe, ist hier in klein. Hier oben der M5, M15 und der Tageschart. So, wenn man jetzt natürlich mal, also ich wäre, wenn ich natürlich so lang hoch, so long eigentlich hoch will, also ne, was ich will, ist egal. Ich muss gucken, ob der Markt das macht, was ich mir vorstelle. Aber dann spricht natürlich auch nichts dagegen, einen Long einzugehen, wenn er dann halt kommen sollte. Ne? Ich meine, genauso, das ist so ein bisschen das andere Problem. Der Daily, der könnte auch genauso gut hier jetzt mal einfach nur 200 Punkte runterfallen. Von daher wird das wahrscheinlich nicht so ganz einfach, die Geschichte hier. Und ich habe so ein bisschen Manschetten davor, da auf den ersten Knopfdruck, da wirklich eine Position einzugehen und versuche mir das wirklich ganz genau anzugucken, ob das dann halt Sinn macht oder nicht, weil er hier natürlich genau da an der Unterseite hängt, ja, und das heißt, er kann genauso gut unten durchfallen oder eben oben rausziehen oder natürlich auch antäuschen. Das ist auch immer noch alles möglich. Also ich würde mal zumindest, glaube ich, mal 1 Minute abwarten und dann aber auch nur, wenn ich wirklich der Meinung bin, okay, das sieht wirklich schlüssig aus und ansonsten lieber nicht. So, die News sind jetzt raus und der Markt, ja, zieht genau dahin, wo er soll erstmal, aber natürlich auch mit einem ordentlichen Spike, wie man gerade schon sieht. Soweit war das erstmal ganz nett.
Da muss jetzt dann aber was nachkommen, ansonsten geht die Geschichte da oben eher nicht auf, ne? So, wie gesagt, warten wir lieber mal eine ab. Aber rauf ist grundsätzlich erstmal gut. Es muss aber was nachkommen. Und es ist auch nicht so, ne, nach dem Motto, der erste ist die falsche. Das ist, weiß ich nicht, ich bin da nicht so ein Freund davon. Von dieser These. Man sieht also vor allen Dingen halt, die Wohler ist schon recht beachtlich. Ne? Das waren gleich mal ein paar Sekunden hier, 70 Punkte. Das ist jetzt nicht gerade so wenig. Und daher wird man dann auch die Size runterschrauben müssen und den Stop hoch, wenn man das macht. So, eine Minute wäre um. Jetzt war ich ein bisschen langsam. Jetzt sollten wir nochmal einen Rücksetzer hier hinkriegen. Das ist nochmal hier die VA auf der Unterseite. Würde ich da mal versuchen mitzugehen. Der kann natürlich. Wieso ist der jetzt weg? Was habe ich denn wieder gemacht? Wieso ist der denn jetzt weg? Warum ist der weg? War doch gerade ganz. Ach so, Take Profit 5 Punkte, gut. Okay, das erklärt es natürlich. Ne? Ach ja. Gut, 5 Punkte plus. Und wie man sieht, der hat dann auch soweit War doch okay. gewollt. Ja, das waren die schnellsten 5 Punkte ever. Aber okay. So, hier sieht man, ne, das ist ein Live-Chart-Level. Ich habe hier den H1 mal, ne Quatsch, der D1 ist das hier. Eigentlich der H1 drüber gestülpt eben. Guck, ob ich den hier kriege. Ja, genau, das ist die Zone. Das ist hier vom H1. Jetzt nur ein bisschen arg, ne, weil natürlich jetzt hier das, was hier im ganz kleinen Grün ist, ist natürlich jetzt hier fett drüber. Ich mache das mal kurz aus. So, ich würde den aber tatsächlich nochmal machen. Also hier, ich sage kleine Position. Vortagestief sollte irgendwo das Maximum sein. Ne, so unbedingt runter muss ich da jetzt nicht mehr allzu sehr. Aber es muss natürlich was kommen auf der Oberseite, sonst bringt es halt nichts. Ne? Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Ne? Hier besteht natürlich leider so ein bisschen die Gefahr, dass wir nach unten durchdrücken, weil der Daily zuerst auflöst. Ne? Das heißt, dass der Daily dann halt zuerst mal auch nach unten wegkippen kann. Ich gebe dem hier mal ein bisschen Luft, um den skalieren zu können. Das ist natürlich 70 Punkte, ist klingt viel, aber das war eben auch ungefähr die Range von der ersten Sekunde. Ne? Von daher lieber hier ein bisschen mehr Luft geben und dann halt unten skalieren, als jetzt irgendwie zu eng. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Wie gesagt, also hier besteht die Gefahr, dass der Daily zuerst nach unten kippt. Ne? Also, dass wir hier unters Vortagestief drunter gehen. Bis jetzt hält er sich davon mal fern. Der Entry war natürlich nicht ganz so klasse jetzt dann, weil er halt direkt dort reagiert hat. Aber wie gesagt, wenn. Nicht nachweinen, ja, dann lieber nachher mit der Kassaeröffnung, und das ist dann halt immer so ein bisschen schade für so ein Webinar, aber dann lieber irgendwie mit der Kassaeröffnung und nachher dann dagegen halten, als jetzt hier irgendwo blind irgendwie bis zum, weiß ich nicht, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da irgendwo durchhalten. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ja, und deswegen, weil das kann passieren, dass der hier durchrutscht, es kann aber auch eben sein, dass es jetzt hier, weil das ist für mich so ein bisschen die wo der Augenmerk unbedingt drauf liegen muss, hier am Vortagestief, kann man auch direkt wegskalieren wieder, so dass ich jetzt hier insgesamt erstmal bei Null bin. Ja, also die Punkte habe ich jetzt erstmal drin, weil ich den jetzt wieder rausgenommen habe. Aber hier kommt es jetzt schon so ein bisschen drauf an. Ne? Und das sollte jetzt nicht unbedingt ohne weiteres durchbrechen. Also ich meine, er sollte es dann nicht, wenn der Long aufgehen soll. Ne? Aber das drückt schon ganz schön hier unten. Also ein Spritzer drunter ist in Ordnung. Ich habe den ja hier. Ich ziehe da auch den Stop nochmal. Man sieht ja, ich habe diese Distanz habe ich ja gerade gewonnen durch den letzten Long. Von daher kann ich jetzt hier schon ein bisschen noch operieren. Ne? Nur wie gesagt, nicht. Ich würde jetzt nicht mit voller Size. Wäre es jetzt hier eh nicht. Also die Size ist hier insgesamt überschaubar. Aber ich würde es nicht mit voller Size irgendwie da abwarten, bis er irgendwann da unten rauskippt, sondern halt hier genau hingucken. So, was natürlich halt schon auffällt, was mir natürlich auch da nicht gefällt, ist natürlich hier ganz klar abgewiesen am Valley Area Low, also dort, wo heute 70% des Volumens gehandelt wurden. Da sind wir erstmal eine Runde drunter gedrückt. Und der M5 sieht auch gerade nicht so nice aus. Ne? Also, von daher, der M15 ist noch nicht fertig. Das wäre jetzt für mich halt so der erste größere.
Aber insgesamt passiert auch nach unten. Deswegen bin ich da gerade mal noch relativ entspannt. Nach unten kommt aber irgendwie bis jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel, ne? Nachher so ein Spike, das ist völlig in Ordnung, aber vielmehr nicht, wenn Long aufgehen soll. Guck mal, wie der H1, mach den auch mal hier ein bisschen größer. Der ist da oben am SMA20 abgeprallt, beziehungsweise gleichzeitig auch an der Eröffnung vom Future. Ist auch nicht unbedingt. Wenn das jetzt eine abgeschlossene Kerze wäre, wäre das jetzt nicht unbedingt ein Long Entry, aber ist es ja eben noch nicht, ne? So, und hier wird man dann jetzt sehen müssen, ob da jetzt also der R2 auf Stunde, das wäre jetzt natürlich mal noch so die 167, ups, das sind wir schon, genau, 167. So, okay. So, hier ist jetzt wirklich definitiv dann auch gleich Feierabend. Das heißt, hier mache ich jetzt noch mal einen, gebe dem auch noch mal zusätzlich ein bisschen Luft. Und dann mal gucken, ob wir jetzt hier eine Reaktion nach oben kriegen oder nicht. Ja, weil das ist eine alte Trendgrenze. Die findet er oft recht spannend. Aber wie gesagt, nicht festhalten dran. Ne? Nicht festhalten, auf keinen Fall. Also wenn ich hier eine Empfehlung geben darf, dann die, dass man irgendwie nicht, ich glaube, es ist ja auch relativ allgemein genug gehalten, nicht einfach warten und totschwitzen und dann hoffen, dass man halt irgendwo noch irgendwie vernünftig da rauskommt. Dann lieber irgendwo sagen, gut, ich nehme den kleineren Verlust und aber dafür mache ich halt nichts kaputt. So sieht man hier jetzt, der M1 hat wieder naja, über dem Support 2 von der Stunde geschlossen und drückt da auch jetzt erstmal hoch. Ne? So, das heißt, den mache ich jetzt wieder weg und damit rutscht mein gesamter Break-Even wieder ein Stück weit nach unten. Also hier habe ich angefangen, da sieht man ja, ne, ich habe jetzt irgendwie 60 Punkte hier erstmal. Mein Trade verbessert, rettet mich natürlich nicht davor, wenn das Ding jetzt trotzdem nicht aufgeht, ne? Aber von der Skalierung her, finde ich, sollte man das genauso machen. Wenn man sieht, es drückt irgendwie eine Ecke weiter oder läuft eine Ecke weiter als da, wo man eigentlich hin wollte, dann lieber die kurzen Gegenbewegungen immer in der Nähe von Break-Even wieder rausnehmen und dann halt irgendwann sagen, gut, das war's, ne? Man kann das natürlich auch übertreiben und sagen, okay, ich sitze das aus bis zum geht nicht mehr, ne? Weil ich habe jetzt natürlich. Also wie gesagt, mein Break-Even ist 70 Punkte gewandert. Von daher kann ich da jetzt auch noch, ich könnte es jetzt noch irgendwie zwei, dreimal machen. Ne? Aber umso höher wird natürlich die Chance, dass es irgendwann mal aufgeht. Das ist auch klar. Aber im Zweifelsfall braucht man da ganz schön Geduld. Ne, hier ist noch ein Pivot. Das wäre jetzt halt auch noch mal so ein Punkt. Also wenn man, wie gesagt, wenn man es weiterspielen will, nur wie gesagt, was ich halt ja die ganze Zeit sage, ist, nicht irgendwie mit voller Positionsgröße das Ding reiten, sondern lieber irgendwie, wenn man dagegen, wenn man einen Punkt findet, wie jetzt eben hier, ne, diese 167, die habe ich ja da ein paar Sekunden vorher genannt, da ist er mir ja fast schon in den Stop gelaufen, aber die habe ich halt skaliert, einfach hier nach dem Live-Chart und dann halt hier die Gegenbewegung mit 30 Punkten oder wie viel das dann waren mitgenommen und oben halt auch und angefangen mit einem, zwischendurch sind es jetzt drei Positionen gewesen, eine ist noch drin und wie gesagt, Risiko unbedingt im Auge behalten. Der kann immer noch komplett drehen. Weil so, was ich halt eben, was man ja wirklich sieht, ich meine, drückt zwar ein bisschen da unten rum, aber nicht so wahnsinnig viel, ne? Dass es nicht auch noch irgendwie genauso gut nochmal auf den letzten Drücker da oben rauslaufen könnte. Von daher, ich weiß es nicht. Ne, weil jetzt sieht man ja hier auch, egal wie weit der Stop jetzt gelaufen ist, ich bin hier gerade mal irgendwie von der ursprünglichen Position jetzt irgendwie 30, 40, gut, jetzt gerade 40 Punkte im Minus, mehr sind es halt nicht, ne? Obwohl der ursprüngliche Entry ja viel höher war. Aber nichtsdestotrotz, ne, kann halt trotzdem sein, dass wir jetzt halt einmal hier runter bis auf die, sind nochmal irgendwie 100 Punkte, auf die 037. Und dann auch vielleicht den SMA20 im Daily einmal kurz da unten Hallo sagen. Und dass das eben zuerst kommt und dass eben nachher der Kassamarkt die ganze Geschichte wieder hochkauft. Ob dann noch der Squeeze kommt, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, steht ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber bekanntlich ist man ja nachher immer schlauer. Ne? So, ich würde jetzt wirklich noch Folgendes machen. Also wenn der Pivot noch kommt, würde ich den auch noch einmal skalieren.
Und wenn dann aber nicht eine vernünftige Gegenreaktion kommt, dann erstmal wieder rausgehen. Ne? Also hier sieht man es ja halt insgesamt, ist die ganze Geschichte jetzt irgendwie gerade mal 25 Punkte hinten und obwohl der erste Entry ja mal fast 100 Punkte höher liegt. That's the magic of scaling. Also genauso gut könnte ich jetzt sagen, ne, ja, war nicht so klasse. Nimm mal nur die 20 Punkte minus und geh mal nach Hause. Kann man natürlich auch machen. Das ist dann halt so ein bisschen Geschmackssache. Man sieht aber jetzt hier, die Minute zieht jetzt hier erstmal über die letzten Hochs drüber. Gucken, was Bestand hat. 5 Minuten ist da noch nicht so der Meinung. Und der zieht jetzt erstmal nur an die letzte Eröffnung. M15 ist, wie gesagt, für mich immer so der erste größere, der was zu melden hätte. Mal gucken, wie der aufgehen will. Mal sehen. Hier hängt jetzt eine größere Order, wobei man dann natürlich immer nicht weiß, ist das echt oder nicht. Ne? Könnte man jetzt natürlich hier auch nochmal skalieren. Aber würde ich jetzt erstmal nicht machen, würde dann halt eher tatsächlich, wenn wir hier nochmal drüber laufen, dann lieber dort irgendwie für einen kleinen Spritzer nach oben dann halt nochmal irgendwie eine dazugeben und dann halt mal gucken, ob das denn so aufgehen kann. So, Zahlen sind schlecht, höre ich. Ja, ne, von den News, also ich bin da klar, also man muss also ich meine, es kann jeder machen, was er will, ne? Aber ich bin halt immer der Meinung, man kann News nicht in ganz kurzen Bewegungen per Logik. Ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Sondern klar haben die Auswirkungen aufs Bild. Das heißt aber nicht, dass nicht vorher doch noch irgendjemand irgendeine andere Mission hatte und dann halt erstmal seine Geschichte fertig macht und erstmal in die andere Richtung läuft. Ne? Und deswegen ist das immer so, ich glaube eben nicht, dass halt News eine Bedeutung haben innerhalb jetzt hier vom, sagen wir mal hier, 5 Minuten oder 15 Minuten Chart. Ne? Nicht so wirklich. So, habe ich den jetzt gut gefühlt oder nicht? Das sieht fast irgendwie aus, als nicht, als ob nicht. War ich ein bisschen schnell. Da war ich ein bisschen schnell. Es sah eigentlich erstmal ganz gut aus hier mit dem Bruch von den alten Hochs. Aber kann man ja auch wieder rausnehmen im Zweifelsfall. Aber solange der jetzt hier nur so ein bisschen rummacht, finde ich es erstmal nicht weiter tragisch. 43. Na, die Zone, die ich hier eingezeichnet habe, die ist jetzt bitte nicht irgendwie punktgenau zu nehmen. Weil die sieht man ja auch im Live-Chart, sondern eher so als Orientierung dafür, wo halt ungefähr der Support halt liegt, weil der halt schon jetzt nicht so klar abzugrenzen ist, meines Erachtens. Sondern hier bis 145, ja, genauso gut könnte es 111 werden, ne? Aber generell hier in dem Bereich hat man ja gesehen, halt eben in der Vergangenheit, dass dort eben vorher halt schon mal gekauft wurde. Und deswegen ist die hier so eher als Pi mal Daumen zu verstehen. Na komm, jetzt gib mir doch mal eine Bewegung darauf. Schön wäre natürlich hier oben, wenn wir halt nochmal die Value Area erreichen würden. Aber aktuell passiert da ja irgendwie gerade gar nichts. Da passiert ja irgendwie nichts. Was war denn an Zahlen? Kann da jemand was, Nelson? Hast du die auf dem Schirm? Ja, die Headline war schlecht, war nur 200.000, erwartet waren 410.000, aber Stundenlöhne und Arbeitslosenquote waren dagegen besser. Okay. Also relativ wenig Aussagekraft für den. Also für die Zentralbanken sind die Zahlen gut, um tatsächlich Zinsen zu erhöhen. Okay. So, M15 ist fertig. Der ist also nicht mehr nett geworden. Kann aber jetzt natürlich wieder korrigieren, bis irgendwo in die Nähe vom Anfang vom M15.
Und ich glaube, dann würde ich da dann auch rausgehen. Also wenn wir jetzt hier irgendwie einen kurzen Spritzer nach oben kriegen sollten, dann würde ich da erstmal, glaube ich, auf den Knopf drücken. Ich meine, der H1 kann natürlich immer noch, ne, der hat noch 15 Minuten Zeit, aber dann müsste hier der M15 da auch komplett oben drüber. Weiß ich nicht. Sieht mir irgendwie ein bisschen schwierig aus. Sieht mir ein bisschen schwierig aus. Ah, die erste Bewegung war natürlich heftig, ne? Aber jetzt kommt jetzt hier quasi irgendwie nicht mehr so wirklich was. Also ein bisschen was dürfte jetzt hier schon noch irgendwie gleich mal noch nach oben kommen, nachdem es hier unten doch gebremst hat und dann halt ja auch nichts mehr passiert ist. Aber es bräuchte dann halt schon mal wirklich einen ordentlichen Schuss da oben durch, damit hier wenigstens mal noch ein paar Punkte zusammenkommen. Man kann natürlich auch die Position, ne? Ich meine, ich habe es jetzt hier mit einem Kontrakt, ne? Also das ist ja natürlich jetzt nicht viel. Man kann die natürlich auch dann irgendwie auch verkleinern noch, ne? Also noch mehr verkleinern, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe auf einen halben Kontrakt darunter, ne? Also nur um das dann irgendwie halt mal so referenzmäßig in Anführungszeichen dann halt zu begleiten. Und das sind jetzt hier am Vortagestief, da stößt das jetzt gerade so ein bisschen dran ab. Aber halt überschaubar. Aber ich wäre hier auf jeden Fall ja schon mit einem Plus, beziehungsweise zumindest mal auf Null jetzt auch rausgekommen. Aber ich glaube, so ein bisschen was darf hier schon noch passieren. So, einmal wieder hier nochmal, ne? Hier im Braun das Vortagestief. Das war ja auch vorhin so, wo ich gesagt habe, da eigentlich nicht drunter sollte nicht so arg verkauft werden, sonst wird es halt doof. Long und jetzt mal gucken, das ist jetzt vielleicht nochmal der zweite Ansatz, weil was hier mit einem Minutenchart natürlich erstmal aussieht, als wäre der schon längst darunter, ist natürlich im Stundenchart, vor allen Dingen im Tageschart, der im Endeffekt, wenn es dann hält, ja nur irgendwie ein kleines Versehen, kleiner doch. Ne? So, komm schon, einmal rauf, ein Spritzer, komm. Wird ja wohl hier machbar sein. Und da würde ich den hier nochmal rausnehmen. Eigentlich ist es natürlich egal welcher, ne? Aber halt mit den neuerlichen Steuergeschichten muss man ja irgendwie gucken. Also mich beeinflusst das halt immer so ein bisschen. Also ich meine, auf dem Konto jetzt zwar nicht, ne? Aber generell, wenn ich auf Privatkonten handle, habe ich das dann immer so ein bisschen im Blick. Und da noch irgendwie nicht so für mich die richtige Strategie, was denn da jetzt richtig ist, nehme ich den kleineren Verlust raus oder versuche ich Verluste generell zu vermeiden. So, jetzt komm einmal hoch. Hepp. Komm, einer geht noch. So, genau. Ne? So ist nur einer drin. Das heißt, das Ding ist jetzt 40 Punkte im Plus. Ich setze den sicher den jetzt mal Break-Even ab und guck mal, ob wir da oben noch ein bisschen was kriegen. Ja, und so sieht dann halt auch ein Trade in der Skalierung, wenn der Markt mitspielt und wenn man das ein bisschen anständig macht, sieht man, da sieht das hier erstmal ganz gut aus. So, ich habe ja gesagt hier, ne, bis an den Anfang oder in Richtung Anfang vom M15 und dann würde ich da auch, glaube ich, rausgehen, weil das ist irgendwie nicht, mein kann immer noch komplett irgendwie aufgehen, keine Frage. Muss mein Trail beginnen da oben. Kann natürlich immer noch komplett aufgehen, ich weiß es nicht, ne, aber das ist jetzt nicht unbedingt so das Bild, was ich mir da halt gewünscht habe. Ich hätte da schon gerne was anderes gesehen. Und ich versuche den mal halt hier im Trail rauszuholen. Mit dem TA-Trail, falls wir da oben einmal kurz drüber rutschen. Und wenn nicht, dann halt hier unten. Ne? Also. Aber generell jetzt erstmal 30 Punkte vorne. 28. Müsste aber dann jetzt kommen, den nächsten 20 Sekunden, wenn nämlich der M5 dann nach oben auflösen will. Also muss es entweder jetzt oder es wird nichts. Na, dass halt der M15 hier nochmal irgendwo in Richtung Anfang läuft. Und hier kann es natürlich so auch genauso gut sein, dass sie unten einmal genau rausfliegen und ja dann rauffliegt. Ne? Rausfliegt. So. Und damit das nicht passiert, nehme ich den jetzt manuell erstmal raus. Okay. Gut. Ja, also ich glaube, das war so auch als
Beispiel für Skalierung. Ja, auch glaube ich jetzt erstmal ganz nett, ne? Also ich treffe jetzt die Entscheidung dahingehend, ich sage zwar, okay, wir laufen im M15 noch ein Stück höher, aber generell ist es auch so, dass die Reaktion nach oben bis jetzt für meine Begriffe zu schwach ist und ich dann jetzt halt hier sage, okay, erstmal raus, ne? Und das waren jetzt irgendwie in Summe, keine Ahnung, was war das jetzt? Mal gucken. Das waren jetzt hier nochmal irgendwie 30 Punkte oder so jetzt, ne? Also hier das Ganze dann halt mal mit den beiden Trades ist dann halt dargestellt. Ist okay. Ne? Ist jetzt nicht die Welt, aber halt auf alle Fälle besser als Minus, vor allen Dingen, weil es halt eben auch falsch angefangen hat. Und auch wie gesagt, mit dem Skalieren, da muss man echt, man kann wahnsinnig viel damit reißen, muss aber auch wahnsinnig diszipliniert sein. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Und mir fällt bei mir selber immer auf, wenn ich Zuschauer habe, mache ich das disziplinierter als ohne. Also ich kann nur jedem empfehlen, macht Webinare bei FX Flats, dann klappt das auch. Ne, Nelson? Wir haben genug Slots frei. Nein, das ist wirklich Im so. Übrigen, ich habe mal nachgeguckt, 2.6.2017 war unser erstes Webinar, NFP-Webinar. Krass. 2017. Wow, das sind ja dieses Jahr 2.6. schon 5 Jahre. Irre. Oh, ich habe da vorhin ja irgendwie vorsichtig 2, 3 Jahre gesagt. 5. Jahr, das ist dann schon heftig. Ja, also wie gesagt, zum Skalieren, vielleicht kann man das auch mal irgendwo als Video rausschneiden. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht dafür geeignet, um das mal zu zeigen, wie man es machen kann. Schön ist natürlich immer, ne? Wenn man irgendwie so, hey, guck, ich habe hier einen Trade, direkt die richtige Richtung läuft wie Schmitz' Katze. Aber das ist ja nicht immer unbedingt der Fall. So, das heißt, für mich jetzt erstmal hier das NFP, also die direkte, das Impulstrading, würde ich es mal jetzt mal nennen, ist dann jetzt erstmal durch. Weil ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt hier noch irgendwas zu eröffnen, weil dazu ist jetzt auch hier unten zu wenig Bewegung. Hier oben wäre nice gewesen, ne? Also da habe ich vielleicht auch ein bisschen gepennt. Aber gut, was heißt gepennt? Es war nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja halt schon ein Stück weit höher rauf. Und nicht hier auf dem Level shorten. Wenn man sich das jetzt natürlich im Nachhinein anguckt, sieht das immer alles total einfach aus. Ne? Es hat hier einmal oben an den R2 von der Stunde, ne Quatsch, der war das ja vorhin, doch, an den R2 von der Stunde plus irgendwie der Point of Control plus den SMA 20 plus Future Open, da kann man natürlich nachher sagen, ja klar, prallt ja da ab. Gut, es waren 4 Argumente, das kann ich natürlich auch nicht von der Hand weisen, ist klar, aber ich habe gedacht, wir gucken erstmal rauf und dann holen wir noch mal ein kleines bisschen Anlauf und dann rennen wir einmal kurz richtig nach oben und dann halt viel später nach unten. So, aber mit der Reihenfolge ist das immer noch so eine Sache. Wenn man sie direkt erwischt, ist schön. Wenn nicht, nicht. Ne? Das ist immer so ein bisschen 50-50. Und aber eben das, was man dann draus macht, ist dann halt eben nicht 50-50, sondern das liegt dann an einem selbst. Und von daher war das jetzt eigentlich mal soweit ganz nett. Wenn wir uns mal den Daily angucken im DAO, um jetzt mal kurz so das weitere Ding zu besprechen, was da halt kommen könnte. Also natürlich unverkennbar hier neues ATH, keine Frage. Auch unverkennbar, was jetzt hier im Daily auch total einfach aussieht, ist halt nur hier nach diesem Dip darauf irgendwie diese Hochs an der Stelle weggenommen. Da, ne, da waren ja halt vorher, da waren die alten Hochs runtergedippt. Einmal wieder dran an die Hochs und dann halt ein bisschen Schwung und flamm, die Dinge halt abgeschossen. Und aber das ganze Ding von hier unten bis darauf, das war zu squeezig. Das hatte ich auch die ganze Zeit in meinem Blog immer geschrieben. Wir kriegen nach aller Wahrscheinlichkeit die 34.980, wollte ich eigentlich nur bis maximal irgendwo die 600er Zone. Und dann kam es dann halt auch, aber wie gesagt, vorher aber auch oft genug erwähnt, dass der Anstieg so nicht funktioniert. Und kam dann entsprechend auch, und jetzt sieht es natürlich total einfach aus, ne? Hat hier eine Korrektur gemacht und läuft jetzt rauf. So, aber die nachträglichen Erklärungen nutzen es ja nichts, man muss immer versuchen, das Ganze irgendwo vorher zu verstehen. Jetzt haben wir hier diese Bewegung, die wir halt haben, von hier unten, von der 34.666 bis jetzt zum ATH, die ist insgesamt halt auch, was macht der denn da für einen Kringel? Die ist insgesamt halt auch squeezig. So. Squeezing heißt immer ohne Korrektur. Squeezing heißt nicht schnell, sondern einfach nur ohne Korrektur. Und das war dann halt eben diese Bewegung hier, von da bis da.
die wäre ohne Korrektur in Ordnung gewesen bis da, aber nicht bis hier. Und aber er hat aber ohne, das hat man ja vorhin im H1 gesehen, das kann sich auch jeder angucken, im H1 sieht man ja auch, es läuft einfach weiter, ne? Und das geht natürlich nicht. Also das ist, das klingt immer so nach Erziehung, so das geht aber nicht. Ja, geht aber halt auch nicht. Und weil in der Regel muss der Markt das korrigieren. Warum? Dann kann man sich etliche Erklärungen einfallen lassen, aber er muss es halt korrigieren und er macht es auch. Manchmal mit Verzögerung, manchmal sofort. Und deswegen hier über diese Hochs, ab da war kein korrekturloser Markt mehr erlaubt, hat er aber gemacht. Das heißt so, dass diese Strecke, dass diese Strecke entsprechend von hier bis da, die muss korrigieren. Jetzt hat er die ein bisschen überkorrigiert, ist jetzt erstmal schlecht und da droht der Markt jetzt dann natürlich dann auch deutlicher nach unten nochmal zu laufen. Und da muss man jetzt natürlich aufpassen, im H1, nicht im H1, im D1 ist fast alles long. Wenn denn das hier nicht wäre, weil, was man nämlich hier natürlich jetzt sieht, das ist eigentlich genau genommen, wenn wir hier drunter jetzt wirklich laufen sollten, dann haben wir hier nämlich einfach den nächsten, den Bruch in der nächsthöheren Zeiteinheit. Ja, nämlich genau das Ding hier. Das ist nämlich jetzt kaputt, wenn wir da drunter laufen. Das heißt, der hier wird dann eigentlich schon rot, weil nämlich halt genau dieses Ding hier, ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine, die Nummer hier, der Support in dem Trend, der ist dann hinüber. Wenn wir hier unten schließen, spätestens. Hier so mal kurz drunter tippen ist okay, aber hier unten schließen, dann ist der dahin. Heißt auf der anderen Seite auch, dass wir dann auch hier höchstwahrscheinlich irgendwie einen Rücklauf kriegen, mindestens bis dahin und dann halt nochmal irgendwo so vielleicht diese Zone antesten. Das ist dann so ein bisschen Rätselraten. Wie weit der läuft, ist immer schwierig zu sagen, finde ich. Vor allen Dingen gerade, wenn ein neuer Trend entsteht, der kann genauso gut hier unten wegbrechen. Ist alles möglich. Ne? Aber wichtig ist nur, wenn dann. Also das heißt, wenn wir jetzt hier heute irgendwo in dem Bereich schließen sollten oder sogar unter der 36, dann kriegen wir höchstwahrscheinlich nächste Woche einen Rücklauf, mindestens bis hier an diese Lows und klatschen dann einmal auf der Unterseite auf. Wenn er das jetzt heute nicht macht, dann steht hier oben noch in dem Bereich, was man jetzt hier nicht sieht im Daily, aber im H1 die rote Zone immer noch zur Debatte, ne, weil die ja nichts anderes gemacht hat, als das, was jetzt dann hier im Daily sich anbahnt. So, das wäre so mein Ansatz. Ich selbst hätte immer noch gerne das, was ich vorhin gezeigt habe, also hier im H1, sondern eine Etage höher, hier rauf, ne, bis maximal da oben sogar bis zu 800. Und dass wir von dort einmal dann im Eiltempo dann auch den Daily kaputt machen. Ich weiß nicht, ob nächste Woche noch irgendwas kommt an besonderen Nachrichten, weil was man schon oft gesehen hat, ist, dass wenn solche Sachen vergessen wurden, in Anführungszeichen vergessen, also hier nochmal, genau das Gleiche, Bruch, wenn sowas vergessen wurde, dass dann halt die Fed oder wer auch immer dann durchaus in der Lage ist, den Markt einmal dahin zu befördern und dann wieder runter. Deswegen ist dafür bei mir immer noch von allem, was hier unten Short sein könnte, sich Short entwickeln würde, immer noch irgendwie so eine Warnlampe mit dabei, die sagt, du weißt, da oben fehlt was. Sei auf der Hut, sicher das Ding ab und komm nicht auf die Idee, dass das Ding läuft. Ne? Also wenn man jetzt hier irgendwo einen Swing aufmachen würde, auch wenn es jetzt nächste Woche wäre, wo ich gerade gesagt habe, wenn das jetzt hier so kommen sollte, im D1, ne, dieser Rücklauf, da fehlen im Zweifelsfall oben drüber 500 Punkte, wo einmal komplett abgeräumt werden kann und dann wieder runter. Sieht dann im Nachhinein aus wie Marktbereinigung, war aber eigentlich nur halt sozusagen dann halt der Fehler in der Technik. Wenn man so möchte. So, für die Kassaeröffnung, um das jetzt auch nochmal ganz kurz, dass wir uns das auch nochmal kurz angucken, bin jetzt hier wieder auf dem anderen Chart, kann genauso gut jetzt hier noch kommen. Ne? Wird jetzt so ein bisschen unwahrscheinlicher, weil wenn die NFPs jetzt schon nicht gereicht haben, um hier mit einem vernünftigen Impuls irgendwohin zu laufen, dann wird es die Kassaeröffnung wahrscheinlich auch nicht machen. Also ich würde wirklich fast vermuten, dass wir die Geschichte da unten irgendwo voll machen und uns da unten irgendwo einpendeln. Aber so klar wie beim letzten Mal ist dieses wenn dann für die Kasse leider nicht. Also ich bin ja immer heilfroh, wenn ich irgendwie vorher sagen kann, dass das halt irgendwie diesen jenes wahrscheinlich ist.
Aber ich kann es hier leider wirklich nicht so ganz erkennen. Ist für meine Begriffe irgendwie nicht gut greifbar. Eher so, wenn jetzt die Kasse als Beispiel unter dem Bereich hier drunter läuft, also unter die 930, ne, das ist ja auch hier so die letzte Korrektur auf der Seite da drunter. Okay, ja, dann können wir halt nochmal irgendwie versuchen, da oben zu schließen, da wo jetzt noch grün ist, noch grün, wohlgemerkt, dann könnten wir dort versuchen zu schließen und dann halt vielleicht machen wir hier irgendwo zu bei der 150 heute. Aber das ist Spekulation. Also besser gesagt Rätselraten. Ne? Und da bin ich nicht so ein großer Freund davon. Aber alles andere, also ich sehe aber auch sonst jetzt gerade nichts, außer eben diesen Punkt, der unter der 930 liegt. Die Geschichte hier haben wir eigentlich gestern durch. Die rote Zone kam gestern im Laufe des Tages dazu. Die hat dann auch wunderbar nach unten schon mal reagiert. Und wie wir die hier kriegen sollen, ist mir jetzt erstmal ein Rätsel. Wie wir da hinkommen sollen, die 600 Punkte rauf, da wieder oder 500 Punkte rauf und dann wieder runter, ne, weil das ja eigentlich dann halt hier auch schon wieder fast kaputt wäre, das Bild. Von daher, das muss eigentlich mit einem schnellen Squeeze kommen, damit das noch sauber aussieht, aber nicht eben mal da hoch krabbeln und nachher wieder runter krabbeln. Das ergibt nämlich dann auch keinen Sinn. Alright, gut, also. Dann sage ich an der Stelle mal, ich bin nämlich eigentlich auch hier soweit durch, auch wenn es jetzt nur eine Dreiviertelstunde war, aber ich glaube, da ist aber auch irgendwie jetzt nichts mehr wirklich hinzuzufügen. Trade war okay. Auch wenn das nicht passiert ist, was ich mir gewünscht hätte, aber okay. Das ist ja auch kein Wunschkonzert, sondern manchmal ist es das, sondern eher so eine Sichtweise, wie man mit dem Markt umgehen kann. Gut, wir haben ja auch eh gelernt in der Schule, ne? Da ist nach einer Dreiviertelstunde wird es langweilig, wenn der Lehrer nicht nach Hause gehen will und man gequält wird, noch 2 Minuten sitzen zu bleiben, Es dann kommt wird auf man den ganz Lehrer unruhig. an. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eher so eine innere Uhr, die haben wir alle. 10 Minuten, sagt der Christoph. Das ist so eine innere Uhr, die haben wir doch alle wirklich jahrelang gelernt, so diese Dreiviertelstunde Zuhör, Nummer. Im Hirn. Ich glaube schon, dass da ist, glaube Ja ich, schon gut, was wenn du dran. das mit der Schule vergleichst, dann können wir das auch übernehmen. Das heißt 45 Minuten, dann machen wir 5 Minuten Pause und machen dann die nächsten 45 Minuten. Jetzt ist große Pause erstmal. Große Pause. Große Pause. Aber eigentlich fährt um 15 Uhr der letzte Bus um 15:10 Uhr. Von daher wird eng heute. Da müssen wir uns ein anderes Timing überlegen. Nein, sehr Gut. gut. Nee, das war ja auch sehr, wie immer hat es mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast. Also nächste Woche haben wir genug Wirtschaftsdaten, die eventuell für Bewegung sorgen könnten. Von daher sollte es nicht langweilig werden nächste Woche. Was haben wir noch Dann hier im passt das Chat ja. noch? Feedback. Also ja, genau, vielleicht noch, weiß nicht, ob der Termin schon steht, weil momentan ist das Thema Steuern ja irgendwie ganz groß, was ja oft angesprochen wird. Also greife ich jetzt dem Nelson einfach mal vor. Also da kommt demnächst ein Webinar. Der Termin steht noch nicht so ganz fest mit dem Es spezialisierten müsste am Steuerberater. Montag, also im Moment steht der fest, Montag 31., wenn ich mich jetzt nicht vertue. Okay, sehr gut. Also ich werde es in der Gruppe auf jeden Fall auch aufnehmen, in meinem Blog unten die Gruppe nochmal posten, wenn das kommt, weil ich halt sehe, dass das für viele momentan gerade so ein Thema ist, was einige so ein bisschen überfordert und wo auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht böse Halbwissen nicht wirklich nennen, es soll nicht wertend gemeint sein, aber wo einfach auch viel Verwirrung gestiftet wurde, überhaupt durch dieses ganze Geschehen von der Gesetzgebung und so weiter. Und deswegen ist mit Sicherheit interessant, wenn man da auch mal zuhört, damit man es wirklich dann auch mal versteht. Und weil da halt so wirklich schon viele Halbwahrheiten da halt gerade so kursieren und auch manche Begrifflichkeiten einfach wirklich verwechselt werden. Und deswegen wäre es mir auch ein persönliches Anliegen, dass ich das, also wenn dann halt die halt hier in meinen Webinaren, also beziehungsweise in Webinaren, die ich halt hier mit dem Nelson oder beziehungsweise mit FX Flat moderiere, als auch die Gruppenteilnehmer dann eben dort auch mal dabei wären und sich da halt wirklich mal genaueres Bild davon machen, was da jetzt tatsächlich passiert und wie es passiert dann halt auch, ne? Aber da gibt es jetzt dann auch auf jeden Fall von meiner Seite nochmal ein Update. Gut, also ich verabschiede mich an der Stelle. Der Nelson hat das letzte Wort. Ich bedanke mich dafür, dass ihr alle
dabei gewesen seid. Hat Spaß gemacht. Ist natürlich auch schön, wenn der Auftakt im Jahr dann auch erstmal so läuft, wie er heute gelaufen ist. Bin ich natürlich sehr dankbar auch dafür. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt muss es ja irgendwie nur von der Betrachtungsweise aufgehen und von dem, wie man halt das Ganze anpackt. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Mein nächstes Webinar ist, glaube ich, schon nächste Woche, oder? Ja, wir Hält das? machen jetzt, um bei der Schulsprache zu bleiben, eine längere Pause bis Montagabend, 18 Uhr. Okay, gut. Das ist dann die Volkshochschule am Abend Genau, mit RxLab. auch Helpdesk genannt. Genau. Passt ja irgendwie auch, ne? VHS Helpdesk. Gut. Also, schönes Wochenende euch allen. Bis zum nächsten Mal. Der Nelson, wie gesagt, hat das letzte Wort. Ja, aber du hast schon alles gesagt. Vielen, vielen Dank für das Webinar und natürlich vielen, vielen Dank für das Dabeisein und dass Sie hier auch live im Chat auch schön mitmachen. Und vielen Dank auch für das Feedback. Ich wünsche natürlich auch noch ein schönes Wochenende. Viel Erfolg heute noch, wenn Sie traden. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, aber auch gerne dann nächste Woche Montag Helpdesk-Webinar. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.